So, da sind wir schon wieder zurück in Valheim. Richtig, nächste Tutorial-Video. Ich weiß, es wird jetzt einiges auf euch zukommen. Wie gesagt, ihr müsst doch nicht alles kommentieren und liken und hast es nicht gesehen. Aber wem ich jetzt in dem Video weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen. Ich habe hier eben schon ein Video hochgeladen, wie man die Sprache ändern kann. Einfach oben mal kurz in der Infobox nachgucken, falls ihr das Ganze hier nicht in Deutsch habt und in-game auch noch nicht in Deutsch habt, wollt es aber gerne in Deutsch haben. Wie gesagt, oben ist das Video verlinkt. Einfach mal reinschauen, ist ziemlich simpel. Aber worum geht es jetzt in dem Video? Ich habe mir einige Valheim-Videos angeguckt. Immer wieder wird die Frage gestellt, wie kann ich denn das Ganze online spielen? Weil, wenn man jetzt so, das ist jetzt mal ganz einfach, man hat den Charakter erstellt, drückt auf Starten, geht auf Spiel starten hier oben, dann erstellt man hier seine Welt, erstmal auf Neu, Welt erstellen. Dann entweder Surfer starten oder man macht einen Community-Surfer. Surfer, ich hasse dieses Wort. Kennt ihr das auch? Ihr habt Wörter, die ihr einfach nicht richtig aussprechen könnt. Und Surfer gehört bei mir definitiv dazu. So, warum geht's? Richtig, ihr wollt einem Spiel beitreten. Aber ich denke mal, ihr habt folgendes Problem. Ihr geht jetzt einfach mal hier auf Midgard. Komischerweise hat alles mit Vikings zu tun in der Regel. Außer die Leute nennen sich beim eigenen Namen. Dann geht ihr auf Verbinden. So, dann denkt ihr, ah, alles klar. Ich komme jetzt auf die Map drauf. Dann kommt Passwort eingeben. Ja, das bedeutet, wir nehmen einfach mal ein Passwort. 1, 2, 3, 4. Achtung, Vorführeffekt. Gucken, ob es funktioniert. Enter-Taste gedrückt. Und was wird wahrscheinlich bei den meisten kommen? Richtig, falsches Passwort. Das sage ich euch schon direkt. Standpunkt jetzt. Wird sich auch nicht ändern. Weil, woran liegt das Ganze? Ihr könnt euch das ganz einfach vorstellen. Dasselbe ist quasi wie Minecraft. Ich denke mal, dass die derzeit extra hingehen und sagen, jeder kann sich seine Welt erstellen. Da steht ja immer der Name. Den müsst ihr dann eingeben, falls ihr irgendeinem Spiel beitreten wollt. Zum Beispiel hier, Filter. Könnt ihr euch dann eintragen. Was weiß ich. Hallo. Jetzt hoffe ich mal, dass einer seinen Surfer Hallo genannt hat. Gut, hier zum Beispiel Halloween Warriors, aber ihr seht da auch die Nummer. Wenn ihr die Nummer habt, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr den Seed bekommt von eurem Kollegen, VW 8804 TT 2A, müsstet ihr jetzt eingeben, wenn ihr zum Beispiel bei mir auf den YouTube-Server drauf wolltet. Aber einfach so random Maps gibt es als Standpunkt jetzt einfach noch nicht. So, was benötigt ihr, wie gesagt, zum Beitreten? Ihr bräuchtet diesen Seed oder wie die Welt heißt. Warte, wir können auch gerade was anderes ausprobieren. Bin ja nicht der Einzige, der auf YouTube und Twitch unterwegs ist. Gucken. Und, nennt sich irgendeine Welt YouTube? Ah, sieht nicht so aus. Aber wenn ihr die Welt dann gefunden habt, einfach auf Verbinden gehen. Dann müsst ihr euch natürlich von demjenigen, wo ihr auf den Surfer drauf wollt, das Passwort geben lassen. Er sollte es in der Regel auch nicht ändern. Und dann könnt ihr nur bei ihm auf den Seed drauf gehen, also in seine Online-Welt quasi. Ist halt wirklich wie bei Minecraft. Bei Minecraft, wisst ihr selber, muss man entweder monatlich bezahlen oder einen Server halt allgemein mieten. Hier müsst ihr das Ganze nicht. Ihr erstellt einfach eine Welt, ihr gebt dem Ding halt ein Passwort. Und so können eure Freunde beitreten, aber so random irgendwo reinkommen ist derzeit nicht möglich. Ich denke mal, dass sie es noch machen werden. Aber ich denke mal, wenn nur 10 Leute immer auf den Server drauf sollen, wird das Ganze natürlich auch begrenzt sein, weil dadurch sparst du halt einfach diese Surferkapazitäten nicht, dass das Spiel dann anfängt zu laggen etc. Ihr dürft nicht vergessen, das Spiel ist noch in der Beta. Das heißt, das Spiel ist noch gar nicht fertig. Es ist einfach quasi rausgehauen, ihr könnt Sachen ausprobieren und damit können wir eigentlich in Anführungszeichen schon glücklich sein. Wenn ihr selber einen Surfer erstellen wollt, einfach auf Neu, gebt dem Kind einen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal... Wie nennen wir das Ganze denn? Ja, machen wir es mal YouTube 2000... Was haben wir denn? 21. So, kann ich den Seed ändern? Ah, selbst das könnte ich ändern. Aber lassen wir einfach mal. Ich schätze mal, da muss man jetzt was eingeben. Seed gibt es gar keinen. So, dann könnt ihr Surfer starten machen. Wenn ich jetzt auf Start drücken würde, wäre es halt ein komplett eigener Surfer. Nur ich kann alleine da drauf spielen, sonst niemand. Stand jetzt. Jetzt gerade, wo das Video hochgeladen wird.
Wenn ich aber möchte, zum Beispiel, wenn ich in meinem Stream spiele und irgendjemand hat Bock, ach, weißt du was, ich würde schon gern bei dir mitspielen, dann muss ich quasi nochmal hier rausgehen, gehe auf Community Server, gebe hier zum Beispiel jetzt ein nochmal YouTube, das wäre dann das Passwort, drücke auf Starten, dann wird der Server komplett neu erstellt oder halt der Server, ich kann jeden x-beliebigen Server, den ich halt habe, kann ich halt einfach starten, mache daraus einen Community-Server mit Passwort, sage das Passwort dann im Stream und so können dann quasi alle reinkommen. Aber maximal, warte, das muss weg, maximal, wie ihr seht, 10 Spieler können drauf. Also für alle die, die am Stream sind und wollen halt nicht, dass da XY draufkommt, sondern ich sage jetzt mal einfach nur als Beispiel, bei Twitch zum Beispiel, dass nur die Subs draufkommen, einfach nur den Subs halt den Code geben, am besten per Privatnachricht oder bei YouTube halt nur Mitglieder, um dann ein bisschen den Leuten, die einen finanziell supporten, da ein bisschen was zurückzugeben oder nur Mods oder so, dann denjenigen das Passwort geben. Und denkt dran, ihr könnt im Spiel natürlich auch einstellen, dass ihr nicht angegriffen werdet, aber ich denke mal, das werden die meisten schon wissen. Aber mal gucken, vielleicht mache ich ja noch ein Video drüber, weil es wird immer wieder welche geben, die dann immer wieder auch im Stream sind und dann zum Beispiel eine Map starten und wundern sich, warum werde ich denn dauernd angegriffen. Es gibt ja welche, die wollen einfach nur spielen, zusammenspielen, aber nicht kämpfen in dem Sinne. So, ich denke mal, damit konnte ich euch das Ganze schon näher bringen. Wie gesagt, einfach so random irgendwo beitreten ist derzeit nicht möglich. Deshalb seht ihr auch hier maximal 4. Mal gucken, ob wir einen finden mit mehr. 4 Leute. Ah, hier sind 6 Leute drauf. Ich denke mal, wenn wir jetzt googeln würden, Fahrtheim ist wahrscheinlich ein Streamer oder keine Ahnung, einer halt, der ein paar Freunde hat, würde ich sagen. Aber denkt dran, ihr müsst das Spiel halt auch jeder gekauft haben. Sonst ist das Ganze auch nicht möglich, außer halt natürlich, wenn ihr im Familienbereich seid, dann reicht es auch, wenn einer den Account hat, wo das Spiel drauf ist. Man kann an den Angehörigen quasi das Spiel weitergeben. Habe ich nämlich zum Beispiel mit meiner Frau auch schon gemacht. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis wir da zusammen auftauchen. Aber da könnt ihr euch auch schon freuen. Ich sage, ich mache meiner Frau immer mehr das Spiel schmackhaft. Also freut euch schon mal. Es wird definitiv ein Stream, wird es mindestens geben, wo sie mit dabei ist. Weil sie hat nämlich auch gerne Ark gespielt, 7 Days to Die und so weiter. Aber mich hat das halt nie so gecatcht, weil ich die in Anführungszeichen ein bisschen zu langweilig fand. Aber inzwischen würde ich sagen, das Spiel hier bin ich jetzt doch schon ein bisschen mehr drin. So. Wie gesagt, wem ich damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wer noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo da lassen. Ich denke mal, dass ich die Streams mal gucken, entweder auf YouTube oder auf Twitch. Ich schätze mal, ich werde ein bisschen hin und her switchen, mal gucken, wie gut das Ganze bei euch ankommt. Gucken, wo mehr Resonanz ist. Kann sein, dass ich halt, wie gesagt, auf Twitch bleibe oder halt auf YouTube die Streams mache, was Valhalla betrifft. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Ah, stopp! Twitch-Link unten in der Videobeschreibung. In dem Sinne jetzt aber haut rein.